Rapid unterliegt Arsenal knapp. Der WRC holt einen Punkt gegen ZSK Moskau und Haas trennt sich von seinen Formel-1-Piloten. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Nach dem Unentschieden von Red Bull Salzburg in der Champions League waren gestern unsere drei Europa League-Teilnehmer gegen Top-Vereine am Start. Um 18.55 Uhr wurde das erste Gruppenspiel von Rapid im Allianz-Stadion angepfiffen. Der Gegner war kein geringerer als das Premier League-Spitzenteam Arsenal London. Bei der Aufstellung von Michael Arteta merkte man schon zu Beginn, dass die Londoner das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Hütteldorfer kommen gut ins Spiel und finden in der ersten Hälfte gute Chancen durch Ritzmeier und Kara. Nach der Pause sind die Hütteldorfer weiterhin das bessere Team. Zuerst übersieht der Schiedsrichter eine klare Tätlichkeit an Stojkovic, anschließend übersieht er ein Handspiel von Saka im Strafraum der Gunners. Die Elf von Didi Kübauer bleibt unbeeindruckt und spielt munter weiter. In der 51. Minute nutzt Funtas einen Fehler vom deutschen Nationaltormann Bernd Leno aus und bringt die Wiener sensationell mit 1:0 in Führung. In der 61. Minute bringen die Nordlondoner dann Aubameyang und Bellerin ins Spiel. Durch diese Wechsel kippt das Spiel zugunsten von Arsenal. In der 70. Minute nutzt David Luiz einen Fehler von Richard Strebinger und köpft zum Ausgleich. Nur 4 Minuten später schießt dann Superstar Aubameyang nach Vorlage von Bellerin zum 2:1 Endstand. Trotz der Niederlage feierten nach dem Schlusspfiff die 3000 Fans im Stadion die Hütteldorfer für die beeindruckende Leistung. Um 21 Uhr startete dann der LASK in der nagelneuen Arena von Tottenham zum Auswärtsspiel. Beim Team von Startrainer José Mourinho gibt Heimkehrer Gareth Bale sein Startelfdebüt im Dress der Spurs. Die Linzer spielen zu Beginn sehr gut mit, jedoch gehen die Londoner in der 18. Minute durch Lucas Moura in Führung. In der 27. Minute schießt dann auch noch der Linzer Andrade nach Hereingabe von Bale ins eigene Tor. Für den Schlusspunkt sorgte der Südkoreaner Son, der nach einer Traumkombination zum 3:0 abschließt. Für den einzigen Punktegewinn sorgt gestern der WRC gegen ZSK Moskau in der Wörthersee Arena. Die Kärntner trennen sich nach einem souveränen Spiel mit einem hochverdienten 1:1. Und das nach einem Fehlstart, bei dem die Wölfe schon nach 5 Minuten mit 1:0 in Rückstand gehen. Die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer lässt sich trotz dem frühen Tor nicht beeindrucken und kommt in der 42. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Lindl zum Ausgleich. Mit diesem Endergebnis bleibt es schlussendlich beim Unentschieden für die Wolfsberger. Nicht nur die österreichischen Vereine, sondern auch die ÖFB-Legionäre brachten gestern in der Europa League gute Leistungen. Die zwei Ex-Rapidler Thomas Murg und Stefan Schwab sichern PAOK Saloniki ein Heimremis. Nach einem frühen Rückstand gleicht Murg in der 56. Minute nach Assist von Schwab für die Griechen aus. Weiters erzielt beim 2:0-Sieg von 1899 Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad Teamspieler Christoph Baumgartner das erste Tor. Und wir schauen noch kurz zum Motorsport. Nach 24 langen Jahren kehrt die Formel 1 am kommenden Wochenende nach Portugal zurück. Gefahren wird erstmals am Algarve International Circuit in Portimão. Vor diesem Rennen gibt es teilweise überraschende News aus dem Fahrerlager. Der Rennstall Haas trennt sich mit Ende der Saison von seinen beiden Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Auf der Team-Homepage bedankt sich Teamchef Günther Steiner bereits bei beiden für ihr Engagement und für ihre harte Arbeit für das Team über all die Jahre. Haas könnte damit eine Option für den Formel-1-Eintritt von Mick Schumacher für 2021 sein, da Haas eng mit Ferrari kooperiert. Auch bei Red Bull Racing wird nach den Äußerungen von Helmut Marko weiter über die Ablöse von Alex Albon spekuliert. Bis zum Ende der Saison sind noch 6 WM-Rennen offen. Es bleibt zumindest bezüglich des Fahrerkarussells spannend im Formel-1-Zirkus. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche im KRONE.at Sportstudio.